Jo, willkommen zurück. Oh mein Gott, ich kann es selber kaum glauben. Wir sind hier gerade in Folge 24 von Let's Play Minecraft Xbox 360 Edition. Und ja, naja, eine richtige Folge wird es eigentlich nicht. Eher eine kurze Vorstellung. In Folge 25 wird ja nämlich der Battle Area Gewinner dabei sein für eine Folge. Aber ich dachte mir, jetzt direkt nicht. Ich zeige euch erstmal unseren neuen Seed. Ja, wir sind ja umgezogen und wenn man links durch die Tür schlitzt, sieht schon, dass das da irgendwie anders aussieht. Ja. Ich habe übersteuert. Zeige erstmal so, das Haus hat sich gar nicht verändert. Na gut, hier ist jetzt Sand statt Stein. Und Eier liegen hier rum. Oh. Und unser Kuchen. Der ist aber noch ganz statt angefressen. Ja, die Ausrüstung. Das ist die, die wir zuletzt hatten. Tun wir auch einfach mal rein. Das ist die einzigste. Die Kiste hat hier ein bisschen reingeschlichen. Tu gerade mal sortieren eben. So, das brauchen wir auch noch nicht. Ja, wir verballern erstmal den Rest hier, würde ich sagen. Ja. Was hat sich getan? Wir können ja mal auf die Karte schauen, dann sehen wir schon mal den Seed im Großen und Ganzen. Ja, das ist unser neuer Seed. Sieht etwas anders aus, die Wüste ist nicht mehr ganz so gigamäßig, dafür haben wir viel Wald und sonst alles. Ja, ich habe lange nach dem Seed gesucht und die haben mir alle nicht gefallen und der hat eigentlich eine gute Mische, die mir persönlich auch gefällt. Wir haben Dschungel, Schnee, Wüste, Wald, Pilzbiom, weiß ich gerade gar nicht, Berge und so weiter und so fort. Und ja, aber egal, wir gehen einfach mal raus. Ta-da-la-la-da-da. Das ist es. Das Einzige, was ich direkt verändert habe, sind die Stufen hier vorne. Und unser Lager ist etwas anders jetzt. Aber nur ein klein bisschen. Aber sonst habe ich genau alles da gemacht. Also wir haben hier fast gar keine Veränderungen. Nur am Eingangsbereich da vorne, wo eigentlich unser Getreide war, müssen wir nochmal machen. Hatte ich jetzt irgendwie vergessen. Egal, seid ihr dabei dann. Ja, da vorne, zeige ich euch auch gleich mal, sind diese Desert Walls, also diese kleinen Wüstenbrunnen, die sind sehr, sehr... Du wolltest mich angreifen. Ich weiß, du wolltest mich angreifen! Und die sind ziemlich selten. Bringt zwar nicht viel, aber naja. Schön anzusehen. Und ja, hier haben wir direkt den Dschungel vor der Tür. Dahinter haben wir den Wald. Das ist ziemlich geil. Wir sind hier sozusagen zwischen zwei Seeds direkt. Beziehungsweise zwei Biomen. Wir sind hier im Wüstenbiom, da regnet es nicht immer und ja, direkt vorne ist der Dschungel, hinter uns ist der riesige Wald und da vorne ist sogar noch Flachland. Ja, auf jeden Fall eine geile Sache. Im Dorf ist hier auch irgendwo. Ja, hier ist das Lager, zeige ich euch gerade mal. Hat sich auch ganz leicht nur verändert. Der Weg ist ein bisschen kürzer, hier die Stufen und die Büsche, aber sonst ist auch alles gleich. Ja, hier muss auch eine Stufe hin. Ja, der Eingang hat sich in der Höhe auch nicht verändert. Ja, ist nur ein Stück breiter geworden. Und hier schon mal als Beispiel, wie es denn aussehen soll. Die umgekehrten Stufen, darüber haben wir ja geredet in unserer letzten Folge. Oder einer der letzten. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, ihr könnt gerne in einem anderen Video gucken. Ich habe die Truhen genauso gefüllt, wie sie auch auf dem alten Seed sind. Also da findet ihr keinen Unterschied. Höchstens vielleicht eins Mal oder so, da habe ich einen Stack statt 53 genommen. Das war aber auch nur Stein. Ja, ansonsten ist hier alles gleich. Gut, Kohle habe ich in die Öfen nicht reingetan. Egal, sammeln wir neu. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich gar keine Veränderung, außer halt diese krasse Landschaft. Und jetzt liegt's an euch. Was machen wir als erstes? Gehen wir uns ein paar Kätzchen und Hühnchen zähmen oder... Ja gut, erstmal müssen wir Skelette verprügeln, ne, für Hunde. Und angeln. Wir müssen angeln gehen. Ich denke mal so 6-7 Fische brauchen wir schon für einen Ozelot. Ja, oder gehen wir den Dschungel erkunden. Müssen wir sowieso, wenn wir einen Ozelot wollen. Eine Katze. Oder gehen wir direkt auf Höhlenjagd oder bauen wir direkt weiter an dem Lager oder fangen wir das andere schon wieder an? Ja, gute Frage, nächste Frage, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja Zeit. Ja, wir müssen uns natürlich zuallererst mal, bauen wir uns in den Wald eine Tierfarm. Warum den Wald? Naja, ist ein bisschen angenehmer für die Tiere als in der trockenen Wüste, würde ich mal so sagen. Dann werden wir uns ein paar hübsche, schöne Wege in den Wald bauen. Da warte ich auch noch darauf, dass man Holz anders platzieren kann. Und auch da werden wir dann anfangen, Häuser zu bauen und so weiter. Also wird schon geil.
Ich werde den noch weiter aufforsten und ein bisschen dichter machen. Es wird gerade dunkel. Ja. So viel dazu. Ich glaube, wir gehen mal unsere Nachbarn besuchen in der Zeit. Oder Moment. Auch hier die Hacke haben wir wieder. Die Behutsamkeit. Ich habe euch ja gesagt, wie das geht. Jetzt einfach erkläre ich es euch nochmal. So, ihr habt Level 30. Wollt im Überlebenmodus ohne Kreativmodus euch die Hacke verzaubern, so wie ihr es gern hättet. Ihr geht davor, speichert vorher aber das Spiel. Ja. Dann verzaubert ihr die. Ist die Verzauberung scheiße, beendet ihr das Spiel ohne zu speichern, ladet nochmal. Das macht ihr so oft, bis ihr das habt, was ihr wollt. So ganz einfach, oder? Wir haben leider keine Mods, deswegen muss man das so machen. Kann unter Umständen manchmal lange dauern, aber pff, egal, wer es braucht, ne? Wer es haben will, der muss halt leiden. Okay. Hier auch unser Mülleimer. Ich gehe mal kurz schlafen. Jetzt invasieren die Zombies das Dorf, wo wir hinwollen. Ja. Okay. Ein paar viele Hühner hier, würde ich sagen. Geht überhaupt nicht klar. Wir gehen jetzt erstmal... Oh, wir sind über zu hier, ne? Bevor uns ein Creeper angreift. Ja, Kakaobohnen, zeige ich euch mal, sind ja auch neu. Haben wir auch direkt hier vor der Nase. Ich weiß aber nicht, wie man die nochmal anpflanzen kann. Kann uns gleich Kekse machen. Wäre cool, wenn die jetzt vielleicht ändern, dass man die wieder setzen kann. Vielleicht kann man es auch, ich bin nur zu blöd, wer weiß. Gucken wir mal. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo geht's hier zum Dorf? Da lang, okay. Schauen wir auch mal kurz rein und dann ist es auch schon mal wieder vorbei, weil... Ja, ich warte jetzt erstmal auf eure Kommentare, was wir denn als nächstes machen. Also, wie gesagt, mein Angebot. Dschungel, Ozlots zähmen, vorher natürlich angeln gehen. Oder beziehungsweise eine Angel machen. Oder wir gehen auf Minenjagd oder suchen uns eine Festung. Wobei, darauf habe ich selbst gerade im Moment keine Lust. Eine Festung suchen ist nämlich eine heikle Angelegenheit. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach Höhlen erforschen. Durch Zufall findet man dann auch irgendwann mal eine Festung. Ja, hier ist ein Dorf. Da können wir sogar Getreide schnorren. Nee. Naja, machen wir in einer anderen Folge. Wir haben ja gerade noch was zu schnacken. Hä? Alles klar bei dir, oder was? Haben die einen Eisengolem hier? Die spawnen auch manchmal. Ne, würde ich sagen, suchen wir Eisen eine Menge und brauchen den hier einen Eisengolem hin, damit die ein bisschen gesichert sind, und uns selbst holen wir uns auch einen ran. Normalerweise spawnen die in den Dörfern. Guck mal, da ist so eine Schmiede, da gucke ich jetzt gerade mal rein. Uiuiui. Ja, so viel zum Thema Eisen. Haben wir direkt Eisen. Eisenrobustplatte. Nehmen einfach mit. Mitnehmen. 4 Diamanten. Geil. Ich lasse die Kisten immer stehen, weil es ist schon mal vorgekommen, dass Dinge neu gespawnt sind in den Kisten. Dass die sich wieder füllen nach ein paar... Ja, keine Ahnung, wie lange es dauert, aber naja. Entweder wurde ich getrollt, aber ich habe ja alleine gespielt, von daher. Ich glaube, die füllen sich irgendwann von selbst wieder auf, also spawnen neue Sachen drin. Naja, wir gehen zurück zu unserem Häuselchen. Lassen die da mal alleine. Gucken mal, wie viel Eisen brauchen wir denn da. 18, 36 Stück Eisen, glaube ich. Ist auch nicht gerade wenig für einen Eisengolem. Und Kühe. Oh, fuck. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Haben wir schon Kürbissamen gefunden? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Nein. 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 Komm schon. Überhaupt Samen. Melonen, Kürbis. Ah ne, wenn wir einen Kürbis haben, können wir den ja, glaube ich, zusammen machen. Nee, wir haben noch keinen. Verdammt. Müssen wir erstmal Kürbisse suchen gehen. Würde ich sagen. Alles klar, da ist noch nichts drin. Noch keine Kürbisse gelagert? Haben wir überhaupt keine gefunden auf dem anderen Seed? Doch, hier. Ich guck gerade mal. Ja, doch. Direkt machen. Können wir Kürbisse züchten. Sehr schön. Die legen wir direkt mal zu den anderen Samen. Ja, die kommen hier hin. Ja, geile Sache. Melonen müssen wir uns noch suchen. Schade, die sollten auch Melonen mal machen, dass die an der Oberfläche irgendwo wachsen. Ist ein bisschen bescheuert, dass man die nur in der Mine finden kann.
Ich sollte nicht zu viel rumrennen, ja so. Ich hab schon wieder Hunger. Brot mit Salami belegen wäre auch mal nicht schlecht. Ein Salamischwein. Ja. Nanu. Ja, unsere Chickens, die lassen wir einfach mal noch rumlaufen. Und ja, Kisten sortieren würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch alles? Gold. Ich würde sagen, hier drin lagern wir nur Sachen, die wir immer wieder mal schnell brauchen. Guck mal, hier haben wir noch Eisensachen. Oh Gott. Zwei Schallplatten haben wir damals in der Festung, glaube ich, gekriegt. Die hat ein Skelett den Creeper erschossen. Diamanten lassen wir auch gleich mal hier. Da kommen, bauen wir uns eine geheime Truhe noch. Und noch was. Wie viele Eisenklamotten wir haben. Also wenn uns die Dia-Rüstung irgendwann verlässt, haben wir auf jeden Fall Ersatz. Ja, erstmal das Eisenzeugs wegbringen. Steinschwert werde ich auch noch zerfetzen irgendwann. Ja, ich sortiere jetzt nochmal schnell die Kiste ein und dann ist die Folge auch schon vorbei erstmal. Irgendwie, ich weiß nicht, hat ja lange gedauert jetzt. Ich wollte ja eigentlich erst mit dem Mikro weitermachen, aber ja, ja, im Moment ist es ziemlich teuer, was ich da kaufen will. Deswegen dachte ich mir, komm, so krass laut ist da draußen ja auch wieder nicht. Mache ich noch ein paar Folgen damit. Weil das kostet mal eben 250 Öcken, der Teil. Boah. Richtig einsortieren tun wir das irgendwann mal. Komm, machen wir jetzt. Tun wir immer komplette Rüstungen. Da ist ja nur Material für Rüstungen. Das kommt dann nach oben. Verdammt, ey. Wir haben Kopfrüstungen. Gott. Eine komplette haben wir und zwei halbe. Eisen haben wir 64. Oh, könnten wir eigentlich schon Eisengolem machen, aber wir sparen erstmal für uns selber noch. Die lieben Dorfbewohner kriegen erst später was. Hier habe ich auch gerade noch was gesehen. Nein. Ich kann uns bald einen Kuchen backen. Brauchen nur noch ein paar Eimerchen. Ah ne, den Kuchen haben wir ja schon gebacken. So. Ja, ich würde sagen, das war's von mir erstmal. Haben wir irgendwie eine gesonderte Ecke für Knochen? Nein. Stimmt, hatten wir damit irgendwas vor, aber egal. Genau, wo tun wir jetzt die Kakaobohnen hin? Auch bei Nahrung, würde ich sagen. Zubereitungsmittel. Ich bin auch überlegen, ob wir dies alles beschildern. Ich denke schon, ne? Irgendwann mal tun wir da auch noch Schilder drauf. Okay, dann würde ich sagen, haut in die Kommentare rein, was machen wir als nächstes. Nächste Folge wisst ihr Bescheid. Sind wir erstmal mit dem Herrn Schneezocker unterwegs. Genau, wir haben ja so viel Eisenrüstung, kann der die haben. Aber genaueres, die wird er nicht behalten dürfen, weil ich mache das so, am Ende der Runde darf sich jeder eine Kiste anlegen, falls er irgendwann mal wieder in das Let's Play reinkommt. Aber die Rüstung ist ja nur leihweise. Obwohl, ne, ich mach das ganz anders. Erkläre ich euch dann morgen. Auf jeden Fall dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Onkel.